Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir über den Unterschied zwischen Wörter und Worte. Nun, dies sind beides Pluralwörter. Ja? Das Singular ist Wort. Und das Wort Wort hat zwei Plurale. Einmal, wie gesagt, Wörter und einmal Worte. Was ist der Unterschied? Nun, es sind zwei unterschiedliche Begriffe. Sie bedeuten etwas anderes, obwohl es dasselbe Wort ist. Aber man erkennt, dass es verschiedene Begriffe sind, daran, dass das Plural bei beiden verschieden ist. Wörter sind die sprachlichen und grammatikalischen Einheiten. Ja, dies ist ein Satz. Vier Wörter. Ja, dies ist ein Satz. Und Worte, ja, wenn ich Worte sage, dann meine ich damit, dass ich sinnvolle Aussagen sage. Also ein Wort im zweiten Sinne, ist eine sinnvolle Aussage, also zum Beispiel ein Zitat, ein Sinnspruch, eine Aussage, ein Ausspruch, ein Aphorismus. Das sind Worte. Okay? Und es ist ganz wichtig, die beiden Dinge zu unterscheiden. Und mit folgendem Zitat kannst du dir den Unterschied gut einprägen. Wörter kann man zählen, nach Worten muss man ringen. Ja? Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, wenn du schüchtern bist und stumm, dann ringst du nach Worten. Ja? Du überlegst, was möchte ich sagen? Dann sagt man ringt nach Worten. Ja? Das ist noch eine zusätzliche Redewendung für heute. Okay? Und Wörter ist, wie gesagt, das, was man zählt. Und ein Wort im zweiten Sinne kann auch aus mehreren Wörtern bestehen. Okay? Ich hoffe, ich habe den Unterschied klar gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!